Ich habe Hühnerfälle. Absolut. Also, wir haben schon viel über dieses Match geredet. Endlich. Der Main Event von Hochexplosiv 2019, also Hochexplosiv 9. Der Main Event. Geburtstag der NEW. Wollte man sagen, der Main Event des 10. Geburtstags. Und das ist der Mann, der heute sein Traum erfüllen kann. Wenn er es schafft, World Internet Champion, World Heavyweight Champion zu werden. Er hat so viele Möglichkeiten in diesem Match. Es ist ein Two Steps to Glory Match. Boris Payne hier mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Ja. Und es ist... Und der erste Champion. Du hast es bereits gesagt, Boris Payne, er war ja schon World Internet Champion und er hat das große Ziel. Wie eigentlich jeder Wrestler kann nicht sagen, dass er nicht einen Titel haben will. Jeder Wrestler will der World Heavyweight Champion der Liga werden. Und Boris Payne hat heute die, ja, für ihn historische Möglichkeit, diesen Titel zu gewinnen. Aber einer der Kontrahenten ist Fastal Mudo, der wirklich ein ausgezeichneter Kämpfer ist, den er auch schon mehrmals, ja, gegen den er auch schon mehrmals gekämpft hat. Das heißt, er weiß auch, worauf er sich einlässt. Ihr habt gerade in diesem Videorückblick die Szenen gesehen vom Street Fight bei Extreme aus diesem Jahr, als Fastal Mudo und Boris Payne schon mal aneinander geraten sind. Damals hat Fastal Mudo gewonnen, nachdem er Boris Payne eine massive Holzgitarre über den Schädel gezimmert und ihn mit dem Black Belt Kick wirklich niedergestreckt hat. Die Gitarre, die eigentlich Boris Payne rausgeholt hatte. Ja, ja. Und es ist, Boris Payne hat so eine kleine, ja, Durststrecke, sage ich mal, hat sich da ein bisschen vom Korruptier einlullen lassen. Ich glaube, er hat eher Korruptier verarscht. Oder so, das kann man so sehen und kann man anders sehen. Also möglicherweise hat er sich auch von vornherein verarscht, wie du so schön sagst. Bei Snake Pit hat er dann jedenfalls wieder sein Publikums wirksames, populäres Gesicht gezeigt und hat dann am Schluss Yuri Gromov rausgeschmissen und die Snake Pit tatsächlich gewonnen, ja. Und sich eben diesen doppelten Title Shot, diese Chance im Main Event von Hochexplosiv gesichert. Naja, eigentlich wäre es nur ein Singles Match gegen diesen Mann hier gewesen, gegen Max. Max Berg, wie er ja mittlerweile genannt werden möchte. Ja, es ist zwar Max Berg, aber... Max Berg? Ja, ist ja, er ist ja aus Österreich, ne? Ja, aber was soll er damit Berg sagen? Wir sind ja nicht in Amerika. Mach weiter. Es wäre eigentlich ja ein Singles-Match gewesen gegen Max Berg, denn der Gewinn der Snake Pit beinhaltet ja den Title Shot im Main-Event von Hochexplosiv. Nur Fastal Mudo hat gesagt, nö, machen wir das Ganze doch ein bisschen spannender und mischen wir uns ein. Und dann hat er sich einfach gesagt, okay, er will in dieses Match und dass ich Max sagt, Mensch, wie sagt er es da so schön, Hucki heute beide weg? Naja, es ist so ein bisschen, Max hat ja gesagt, auch Boris Payne, die haben ja beide so übereinstimmend gesagt, wir machen es so ein bisschen wie beim Poker, wenn du mitspielen willst, musst du dich einkaufen. Und dann haben sie gesagt, wenn du in diesem Match dabei sein willst, um die World Heavyweight Championship, dann setzt du bitte deinen World Internet Champion Titel auch noch aufs Spiel. Dann machen wir beides in einem Aufwasch. Und dann haben wir ein Two Steps to Glory Match und das gab es noch nie. Und ich sag's, man kann sagen, Geschichte wird heute geschrieben. Absolut, in jeglicher Hinsicht. Ich meine, wir haben mit einem Steel Cage Match der Frauen angefangen. Wie krass war das? Ich glaube, Boris Payne hat seine Fans mitgebracht. Hallo, liebe Fans, es ist mir eine ganz besondere Ehre, die Wettkämpfer in diesem Two Steps to Glory Tables, Ladders und Candlesticks Match vorzustellen. Kurz noch zu den Regeln. Oh, das dauert jetzt. Über mir hängt der NEW World Heavyweight Championship. Gewonnen kann dieser nur werden, wenn er mit einer Leiter abgehängt wird und derjenige, der ihn abhängt, den Boden berührt. Der World Internet Championship. Noch vielleicht. Kann nur gewonnen werden durch Pinfall oder
your submission. Nun die Kämpfer in diesem Match. Zu meiner Linken. Er stammt aus Deutschland, ist 1,88 Meter groß und wiegt 305 Kilogramm. Er ist ehemaliger, einfacher NEW World Internet Champion. Hier ist Boris Payne! Ich glaube, sein Fanclub ist heute komplett erschienen, oder? Ja. Aber ist auch mal cool. Wenn nicht heute, wann dann? Und sitzend zu meiner Linken, er ist ebenfalls aus Deutschland, ist 1,78 Meter groß und wiegt 92 Kilogramm. Er ist der erste zweifache World Internet Champion. Er ist ebenso ehemaliger World Tag Team Champion. Und er ist zusätzlich vierfacher Goldmedaillengewinner der Kampfkunst in Brasilien. The man with the hardest kicks in the business. He was born to fight. He is Fast Time Moodle. Klare Meinung der Fans im NEW Hotspot. Ja, aber was viele nicht wissen, Mudo ist eigentlich angeschlagen. Da reden wir gleich noch drüber. Und zu meiner Rechten. Er stammt aus Österreich, ist 1,90 Meter groß und wiegt 110 Kilogramm. Er ist ehemaliger, dreifacher NEW World Tag Team Champion. Und er ist aktuell dreifacher, amtierender, regierender, NEW Heavyweight Champion of the World! Aua. He is the Maximum Terminator, the Austrian Machine, Max, a.k.a. Max Bear! Ja, verdammt, also, um nochmal kurz auch zurückzukommen. Mudo ist eigentlich angeschlagen, denn er hat eigentlich eine Radiusköpfchenfraktur. Ja, das musstest du dir aufschreiben, ne? Hat sich ja tatsächlich, ist ein komplizierter Begriff. Hat sich tatsächlich verletzt bei Snake Pit. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Suicide Dive durch die Seile, mit dem er Mario Salani da aufgehalten hat. Deswegen auch die Bandage und der Verband an der linken Hand oder am linken Ellbogen. Ja, und man muss da jetzt wirklich sagen, Fast Time Mudo, der hatte die letzten 3 Wochen seinen Arm im Gips. Ja. Der konnte erst wirklich ein paar Tage vor der Veranstaltung wieder richtig trainieren und ist natürlich jetzt dementsprechend auch leicht gehandicapt. Aber er hat mir gesagt, er wollte nicht. Die Ärzte haben ihm geraten, nicht anzutreten, aber er hat sich gesagt, nein, er will das durchziehen, er will zeigen, dass er einfach an die Spitze gehört, dass er die Nummer 1 ist und deswegen macht er in diesem Match mit, deswegen drückt er sich auch nicht vor der Herausforderung. Und jetzt geht's los mit den Two Steps to Glory und ihr habt es in der Ankündigung von Mike gehört. Verdammt! Es geht um die World Internet Championship, die nur per Pin oder Aufgabe gewonnen werden kann. Und es geht gleichzeitig um die World Heavyweight Championship, die mit einer Leiter von der Hallendecke geholt werden muss. Tables, Ladders und Candlesticks sind in diesem Match ausdrücklich erlaubt und es gibt keine Disqualifikation. Und jetzt kommt der Clou, es gibt keine vorgegebene Reihenfolge. Es geht hier nicht darum, zuerst die World Internet Championship und dann die World Heavyweight Championship zu erringen oder umgekehrt. Das kann völlig willkürlich zu jeder Zeit passieren. Das heißt, es könnte sogar sein, dass zum Beispiel der World Heavyweight Championship als erster abgehängt wird. Dann haben wir entweder alten oder neuen World Heavyweight Champion und erst dann im Nachhinein ein Pin oder eine Submission erfolgt und der World Internet Champion ausgefochten wird. In jedem Fall endet dieser Main Event, dieses Two Steps to Glory Match, erst dann, wenn zu beiden Titeln eine Entscheidung gefallen ist. Und jetzt kommt Max Berg. Oh, was für ein Einschlag. Es ist
immer wieder gigantisch zu sehen, wie dieser Hühne einfach mal so angeflogen kommt. Wow, was für ein Suplex, schnell gezogen von Boris Payne. Und Fast Time Udo wird sofort wieder vom Apron geschickt. Sehr gut gesehen von Boris Payne, also sehr gutes Auge hat er da entwickelt. Harter Job in der Ringecke, da wird sogar mal unsere Kamera kurz weg. Oh. Ich glaube, Max hat sich das nicht gefallen lassen wollen, sag ich mal. Und liebe Fans, diese Jobs knallen in der Realität noch viel mehr, als es jetzt hier auf der DVD, auf Vimeo oder bei Rocket Beans TV hört. Deswegen kommt live in die Halle, nw-wrestling.de, Internet Wars. Es ist nur noch wenig Zeit, am 30.11. gibt es diesen Event. Holt euch die Tickets. Holt euch die Tickets, kommt vorbei, sagt Hallo zu uns, sagt Hallo zu den NW-Stars und erlebt diese Stimmung, wie sie jetzt hier im Hotspot ist, live. Und es lohnt sich und oh, schön. Was macht Max da? Er wollte da pinnen, aber sieht aus dem Augenwinkel, dass Mudo sich das aus einer Leiter holt und will da eingreifen. Oh, das ist etwas, was man auch nicht so oft von Max sieht, dass er Kicks ansetzt und da kommt. Ja, Boris Payne geflogen, aber harte Aktion hier auf der, ja, ich sag mal, für unser Publikum sehr sicheren Seite, weil da steht nur hier das Kamera-Equipment. Da kann dem Publikum nicht viel passieren, aber generell, ihr seht, bei uns gibt es keine Barrikaden, keine Abgrenzungen. Da kann die Action auch im Zuschauerraum weitergehen. Und was wichtig ist, nicht wie bei anderen Ligen, dass da Gummimatten oder irgendwas drumherum um den Ring liegt. Nein, bei uns gibt es nur harten, unnachgiebigen und unverzeihlichen Beton um den Ring. Ja, da ist also, da will gerade ein bisschen auf diesem glatten Betonboden weggerutscht. Ja. Und hast du dieses hässliche Geräusch gehört, als Maxberg da mit dem Kopf auf die Ringtreppe geschickt wurde? Ja, hab ich, aber dafür revanchiert sich Max gerade sehr energisch bei Mudo, aber das ist ja das ist das, was hochexplosiv ausmacht. Das TLK Match, Tables, Ladders, Candlesticks, alles ist möglich und heute kann wirklich alles passieren und ich habe vorhin schon gesagt, heute wird Geschichte geschrieben, denn das gab es auch noch nie, dass die beiden Titel in einem Match ausgefochten werden. Nee, das gab es wirklich noch nie. Es ist ein absolutes Unikum, es ist ein absolutes Novum in der NEW-Geschichte. Und guck dir diesen Schlag gegen das Ringseil an. Genau ins österreichische Gemächt von Maxberg. Und das Fiese ist, es ist ja schon fies, wenn Mudo zutritt. Cover von Mudo gegen Maxberg, aber nur bis zwei. Mudo, der hat hier natürlich zwei Ziele in diesem Match. Ja, das ist eins davon und das andere ist natürlich die World Internet Championship zu behalten und sich dann zum World Heavyweight Championship zu krönen. Das ist der Plan von Fast Time Mudo. Aber ich glaube Fast Time Mudo, der könnte sich sogar, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dazu entscheiden, dass er... Cover von Mudo nur bis zwei. Hinten holt sich Boris Payne die Leiter wieder. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, Mudo könnte sich auch, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dazu entscheiden zu sagen, okay, er verzichtet auf seine World Internet Championship, holt sich dafür den World Heavyweight Champion. Ich das weiß nicht. Du musst Fast Time Mudo gibt immer so dermaßen an mit seinen vier Goldmedaillen. Absolut zu Recht. Das ist eine sensationelle Leistung bei der Kampfkunst-WM in Brasilien. Vier Goldmedaillen zu gewinnen, aber so jemand, der mit Leistung und mit Titeln so angibt wie Fast Time Mudo, der verzichtet nicht auf die World Internet Championship. Naja, aber wenn du dafür World Heavyweight Champion werden kannst, dann glaube ich, könnte Mudo sich taktisch klug entscheiden und sagen, okay, aber ich gebe dir recht, ich bin mir auch ziemlich sicher, Fast Time Mudo wird... Lecco mio! Da hat sich die Nase das ist doch nach innen gestülpt. Cover nur bis zwei. Das war ja fast ein Knockout. Ich wollte sagen, dass Max da noch auskicken kann.
ist ja fast ein Wunder. Also ich glaube, da ist bei Fast Talmudo auch sicherlich ein bisschen Taktik dabei. Ich weiß nicht, ob er auf die World Internet Championship verzichten würde. Du musst bedenken, als World Heavyweight Championship ist die Zielscheibe auf deinem Rücken viel größer als World Internet Championship. Ja. Und du darfst nicht vergessen, du hast es selber gesagt, Mudo ist im Moment nicht medizinisch 100% fit. Was bringt dir das, auf die World Internet Championship zu verzichten, wenn du dann die World Heavyweight Championship nicht verteidigen kannst, weil du verletzt bist? Da gebe ich dir recht, aber Milos, Boris Payne räumt hier Zuschauerblock 2 ab. Ja, und jetzt Mudo schickt Max in die Stühle. Der liegt da in der vierten Reihe. Und da kommt Mudo hinterhergeflogen. Hoffentlich hat es da keinen Zuschauer erwischt. Nein. Aber ich glaube, sind alle rechtzeitig weg. Aber ich glaube, ein paar Getränke hat es erwischt. Ja, das ist. Liebe Fans in der Halle. Der Gastrobereich ist noch geöffnet. Ihr könnt euch noch was Neues holen. Aber ich glaube, Max ist da doch etwas stärker erwischt worden von dem Flug. Ich glaube, dass der immer noch paralysiert ist von diesem Kick, den er genau an die Nase bekommen hat. Ja. Max liegt noch draußen in den Zuschauerreihen. Fast Talmudo und Boris Payne jetzt hier mit der Leiter im Ring. Wie gesagt, es gibt hier keine vorgegebene Reihenfolge, welcher Titel zuerst entschieden werden muss. Ich meine, was wäre das für psychologisch für einen Riesengewinn? Und Drop Toe Hold von Mudo gegen Boris Payne. Auf die Leiter, hässliche Landung mit dem Gesicht voran. Ich glaube, ihr habt aus dem Augenwinkel gesehen, dass ich Max da genau, da hat er sich schon wieder zum Ring gerobbt und er hat einen Kendo-Stick in der Hand. Sind erlaubt in diesem Match. Ja, richtig. Und er hat auch Erfahrung mit Kendo-Sticks. Und jetzt kommt er mit zweien davon. Oh, das jetzt ist keine gute Sache. Liebe Fans, wir sind angekommen. Es zwiebelt. Ja. Und das Fiese ist, Max ist einer dieser, der schlägt nicht mit halber Kraft. Der schlägt nicht mit halber Kraft. Der kann auch den Candlestick brechen. Also es würde mich nicht wundern, wenn sogar einer dieser Candlesticks heute noch brechen würde. Oh, da bekommt sogar unser Fotograf mal kurz den Candlestick ab, aber nicht so, wie ihn jetzt Mudo und Payne abbekommen. Oh Mann! Da, das zieht! Ich glaube, Boris Payne hat jetzt den Grand Canyon auf dem Rücken. Max auf dem Weg, sich seine World Heavyweight Championship zu holen. Aber Mudo ist schon wieder auf den Beinen. Der lässt sich das natürlich nicht gefallen. Harte Schläge jetzt mit dem Candlestick gegen Max. Und wir wissen ja, Mudo ist erfahren mit Candlesticks. In seiner Kampfkunst ist das eine. Sag mal! In den Rücken von Boris Payne, aber sieht so übel aus. Da werden heute Kunstwerke auf Rücken geschaffen. Ja, ja. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier, da gehört der Kunst dazu. Ja. Und jetzt, Boris Payne hat das gerade sehr schlau gemacht. Er hat mit dem Candlestick den angeschlagenen Arm von Fast Talmudo angegriffen. Jetzt musst du sagen, das ist für die drei Athleten natürlich auch eine völlig neue Situation, was die taktische Überlegung angeht. Pinnst du jetzt oder gehst du auf die Leiter? Du hast ja mehrere Möglichkeiten in diesem Match. Ja. Scheiße! Max Mark zieht Boris Payne von der Leiter direkt in den Spinebuster. Cover! Und da geht Mudo sofort dazwischen und er will sich hier natürlich seine World Internet Championship nicht unbeteiligt wegnehmen lassen. Ja, aber das war das, was du gesagt hast. Was machst du zuerst? Aber trotzdem, du musst wie in jedem Three-Way. Die Fans fordern Mobiliar. Ja, dich. Doch. Save the tables. Save the table. Hashtag save the table. Genau. In dem Sinne, du musst, wie du gesagt hast, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber trotzdem musst du auch fast wie in jedem Freeway Augen im Hinterkopf haben.
Milo, du hast, jetzt gibt es glaube ich gleich blaue Augen, weil jeder von den dreien hat ein Kendo-Schwert. Oh, das ist der Referee, aufpassen bitte. Ja, den es gibt noch. Zwar nicht wirklich Disqualifikation, aber das wäre trotzdem nicht, das wäre glaube ich sogar ein Grund, oder? Ja, gut, wenn du einen Referee ausnutzt, kann er dich nicht disqualifizieren, aber dann kann auch kein... Aber das wollen wir ja auch nicht. Nee, aber dann kann auch kein Pin zählen. Na, gibt's jetzt Hau drauf mit Stöckchen? Ah, Max hat seinen Stock schon weggeschmissen. Boris Payne ebenfalls. Nee, die wollen das hier auf die good old fashioned Art machen. Ja. Und da gibt's Applaus vom Publikum. Oh, dreifacher Einschlag. Und, also, die Kraft und Athletik von Max ist immer wieder unglaublich. Ja, ist halt wirklich so das Complete Package. Kraft, ja. Athletik, Geschwindigkeit, Ausdauer. Der Mann ist zu Recht dreifacher World Heavyweight Champion. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, alle Athleten, die jetzt gerade im Ring sind, haben wirklich diese... Clothesline gegen beide. Und du siehst, Mudo, der hat den Arm angewinkelt, den bandagierten Arm, der versucht, ihn zu schützen. Natürlich versucht er ihn zu schützen. Das ist ja immerhin, wenn dieser Arm noch stärker bearbeitet wird, dann könnte es passieren, dass er das Match im schlimmsten Falle nicht einmal beenden kann. Und das will er natürlich verhindern. Alle drei wieder auf den Beinen. Jetzt sollte der Spear kommen, aber da geht's ins Leere. Und Boris Payne schickt Mudo unsanft auf die Matte. Aber es ist... Das Gefühl bei Max, jeder Schlag sitzt. Und was? Exzessiv von Max Burke gegen Boris Payne. Der rollt sich da aus der Gefahrenzone. Jetzt soll das Spear kommen. Aber wird abgefangen von Fast-Time Mudo. Cover! Nein! Oh, irre. Also... Dieser Spinning Heel Kick, das Set, der ist ja voll reingerannt. Da beschwert sich Mudo, sagt, das war doch drei, du. Naja, legt sich damit Referee an. Oh, Scheiße! Das ist der Referee, du Trottel! Der muss doch zählen! Verdammt nochmal, und da ist Filippo zur Stelle. Er ist natürlich bei Leiter-Matches ist meistens ein zweiter Referee am Ring, aber so war das jetzt natürlich nicht gedacht. Also, Also ich entschuldige mich für das Trottel, aber das macht man doch nicht. Und jetzt sieht es so aus, als würde Filippo hier die Leitung über und über den Main Event von Hochexplosiv übernehmen. Apropos, wir haben einen Tisch im Ring. Oh oh. Was machen? Und da kommt Max Spear! Und das ist Hartholz! Eieieiei! Da hat mal gar nichts nachgegeben, außer vielleicht die Wirbelsäule von Boris Payne. Ja. Oh! Verdammt! Karma! Und damit bleibt Mudo World Internet Champion. Und damit weiter AEW World Internet Champion Fast-Time Mudo. Liebe Fans, Fast-Time Mudo bleibt World Internet Champion, aber dieses Match läuft weiter. Eben, es ist nicht vorbei. Es ist das Two Steps to Glory Match und jetzt geht's drum. Die World Heavyweight Championship mit einer Leiter von der Hallendecke zu holen. Und nicht vorher wird dieser Event enden. Und ja, Fast-Time Mudo hat natürlich jetzt die Augen auf den größten Preis, auf das höchste Gold in der NEW gelegt. Hat sich natürlich über seine Titelverteidigung jetzt gerade eben zu Recht gefreut, aber er hätte sofort reagieren müssen, sofort die Leiter nehmen müssen, denn die anderen beiden sind komplett ausgenockt gewesen. Und jetzt steigt er auf die Leiter. Aber ich glaube, Max... Jetzt sagt er schon, das war's. Aber da kommt Max in den Ring. Boris Payne auf der anderen Seite.
Sagt Mudo noch, hau ab. Und Max, mehr schlecht als recht. Verdammt, schiebt die Leiter um. Fast Time Mudo landet mehr oder weniger sanft auf den Ringseilen. Kameramann auch in Gefahr. Und jetzt Speer von Max. Boris Payne lauert mit dem Beißinger. Beißinger-Kick war es nicht ganz. Und also ich muss sagen, Junge, du kannst nicht pinnen, das Ding ist durch. Ja, jetzt hat er es auch gemerkt. Das hat er gar nicht mitbekommen. Der World Internet Championship ist längst entschieden. Ja, aber was für ein Spear. Er leckt mich doch. Also bei aller Antipathie. Ich hoffe natürlich nicht, dass Fast Time Mudo da irgendwie mit schwereren Verletzungen aus diesem Match rausgeht, als er reingekommen ist. Das wollen wir nie bei den Kämpfern. Das ist das, wo Max gefährlich ist. Powerbomb auf den Tisch! Scheiße! Das Ding ist nicht klein zu kriegen. Also für alle Hater im Rocket Beans Chat, die immer sagen, die Dinger sind nur angesägt oder so. Das ist übel. Da ist unten der Metallfuß weggeknickt, aber die Tischplatte hat nicht mal einen Kratzer. Ich glaube, Maxberg ist da auch gerade leicht genervt und entsorgt diesen Tisch jetzt. Also das ist, man könnte sagen, deutsche Qualitätsarbeit. Ja, Damit hatte ich Boris Payne, der wiegt ja auch knapp über 100. Ja, 105 Kilo. Und wenn Max ihn da durchhämmert und da passiert mit der Tischplatte gar nichts, das will was heißen. Eben. Aber das ist schon irre. Also was die sich hier an den Kopf schmeißen gegenseitig. Oh, soll das ein Superplex werden hier von Max gegen Boris Payne? Max, der will sich jetzt natürlich hier die World Heavyweight Championship wiederholen. Der will seinen Titel verteidigen. Natürlich. Die World Internet Championship ist durch. Jetzt gibt es den Superplex gegen Boris Payne. Draußen sortiert sich Mudo und er hält sich den Arm. Und ich glaube zu erkennen, dass Referee so langsam wieder zu sich kommt. Aber es ist natürlich, also dieses Match, also glaub, Wahnsinn. Bis zum nächsten Event ist er wieder wach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch schon ein paar Matches hier mit dir zusammen, mit anderen kommentiert. Und das, was ich heute sehe, ist wirklich Wahnsinn. Also das ist wirklich irre. So ein Match mit solch wirklich herausragenden Athleten. Unglaublich. Es ist der sensationelle Main Event von Hochexplosiv, dem 10. Geburtstag von New European Championship Wrestling. Und es ist das Match, das wir uns alle erhofft haben. Und ich weiß nicht, diese Leiter, die steht für den Titel eigentlich nicht richtig. Aber ich glaube, Max verfolgt da auch andere Ziele. Der hatte die ja bewusst so aufgestellt. Ja, aber ich glaube, was macht Boris Payne da eigentlich? Jetzt hat Maxberg auch gesehen, dass der Titel zu weit weg ist, dass er so nicht rankommt. Aber ich befürchte, er will da zum Superplex gegen Fast Time Mudo ansetzen. Ja, aber das ist, Fast Time Mudo gibt natürlich nicht auf und Boris Payne baut den zweiten Tisch auf, sieht jetzt, was da oben auf der Leiter passiert. Was macht der jetzt? Alle drei auf der Leiter. Nein, durch den Tisch und diesmal bricht er. Oh, Scheiße. Also wirklich, holy shit. Und Mudo steht auf der Leiter, aber hat keine Chance, von dort aus an den Titel zu kommen. Gibt dir das normalerweise? Er stand noch auf der zweiten Sprosse, das heißt noch das höher als ein normaler Powerbomb. Also und durch den Tisch. Also. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn Max jetzt nicht mehr aufstehen könnte. Mudo lauert. Fieses Knie ans Kinn von Boris Payne. Boris Payne stark lediert, immer noch am Rücken von diesen Schlägen mit dem Kendo-Stick. Und jetzt richtet sich hier Fast Time Mudo die Leiter zentral aus.
Wenn er das jetzt schafft, wäre es die Sensation. Dann hat er nicht nur seinen Titel verteidigt, sondern wäre NEW World Heavyweight Champion. Und es sieht leider ganz danach aus. Es sieht gut für ihn aus. Also er muss nur noch die Leiter hochkommen. Aber ich glaube, Boris Payne... Oh, Boris Payne hat einen Kendo-Stick, greift da an mit dem Mut der Verzweiflung, trifft den Verletzten auf den Kopf von Mudo. Zur Hölle! Durch den Tisch! Boris Payne steigt auf die Leiter und ist neuer World Heavyweight Champion! Und hier ist der Sieger! Und damit neuer Heavyweight Champion! Der weiß gerade nicht wohin. Ich meine, verständlich, er hat seinen Titel verloren in einem wirklich unglaublichen Match. Ganz, ganz große Geste vom dreifachen World Heavyweight Champion. Gratuliert Boris Payne zum Titelgewinn. Und Boris Payne, der spielt ab heute Abend in einer ganz anderen Liga. Und verdient, also absolut verdient, denn das war wirklich ein Wahnsinnsmatch. Also